Auf wie viel Quadratmetern leben Sie eigentlich? 44,6 pro Person, das ist der Durchschnitt in Deutschland. Die Ansprüche sind in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich gestiegen. Aber damit auch die Belastungen, die Kreditraten zum Beispiel, die Nebenkosten, der Platzbedarf in den Städten. Weniger wäre da einfach mehr. Und wie wenig oft reicht, zeigen die Anhänger der Tiny House-Bewegung. Shakuntala Banerjee berichtet. Vier Wände, ein Dach und eine Terrasse. Nein, das ist kein Heuschober, sondern ein echtes Wohnhaus. Seit Mai 2016 lebt Marjolein Juncker in diesem Tiny House am Stadtrand von Alkmaar. Ja, hier wohne ich. Ich habe hier alles, was ich brauche, ziemlich gut durchdacht. Eine große Küche, ein Badezimmer, einen netten Arbeitsplatz und da oben schlafe ich. 20 Quadratmeter Wohnfläche nach Marjoleins eigenem Entwurf. Sie ist die Erste, die in den Niederlanden ein Tiny House gebaut hat. Minimalismus als Lebensmotto. Auch wenn alles fast so aussieht wie in einem normalen Haushalt. Das hier ist so eine kleine Camping-Waschmaschine, die man mit der Hand bedient. Da tust du ein bisschen Wasser und Waschmittel rein für die kleine Wäsche und dann musst du kurbeln. Eigentlich träumte Marjolein vom großen Haus mit Garten, doch das war zu teuer. Ihren Mini-Traum mit Solarstrom und Regenwasser-Selbstversorgung gab es hingegen schon für 50.000 Euro. Grund und Garten stellt die Stadt. Die will innovatives Wohnen fördern und selber dazulernen. Was ist das überhaupt? Eine Scheune? Ein Haus? Es hat ja keine Adresse. Aber sie brauchen eine Adresse, zum Beispiel um einen Pass zu beantragen. Muss man Kommunalsteuern zahlen für ein solches Haus? Zum Beispiel für Müll oder Abwasser? Hat sie überhaupt einen Abwasseranschluss? Solche Fragen wollen wir hier klären. Im Winter, sagt Marjolein, wird es manchmal schwierig. Und wenn der Regen ausbleibt. Und damit auch Dusch- und Trinkwasser. Trotzdem, vier weitere Tiny Houses sollen hier bald entstehen. 400 Interessenten gibt es. Neben Marjolein und Katze Hella träumen offenbar auch viele andere vom Leben auf ganz kleinem Fuße.